So, ich habe gerade ein paar Fische verkauft und habe jetzt gerade mal so, ich hoffe, es reicht, 48 Silber und ja, 47 Kupfer. 48, 47 haben wir jetzt gerade in der Tasche. Kann ich schon wieder was essen? Ha, ich kann schon wieder was essen. Und dann gehen wir jetzt mal zu den wichtigsten Anfänger-Grundrouten, die man sich anfangs wirklich leisten sollte und leisten kann. Dazu dann einfach in den nächstbesten Angelshop gehen, Angelrouten aussuchen und dann geht man hier auf die Feederrouten. Die Feederrouten, das sind die einfachen Grundrouten und dort sucht man sich dann die Express Fishing Sorrento. Und da dann auch die erste direkt. Hier unten die 130er, die braucht man nicht. Die sind einfach nur ein bisschen länger. Nicht wirklich relevant. Braucht man nicht. Die hier, das ist gerade jetzt für den Anfang entscheidend. Sie ist günstig. Zack, also gekauft. Und jetzt machen wir es sogar nochmal günstiger. Jetzt habe ich noch 10 Silber übrig. Theoretisch würde ich ja jetzt sagen, holen wir uns nochmal eine Rolle dazu. Da dann allerdings die 3000er, aber da werde ich jetzt, glaube ich, das wird knapp von der Kohle, ey. Ich glaube, da muss ich erstmal noch 2, 3 Fische angeln, dass ich mir die leisten kann. Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ja eine Schnur, monophile Schnur. Ich glaube, da reicht auch hier die erste, hier sind 120 Meter drauf. Tja, und jetzt natürlich schon wieder die große Frage, welche Schnur nehme ich denn? Boah, klarer Fall, Alter. 11 Kilo Schnur, weil dann kann ich ja auch dicke 11 Kilo Fische rausziehen. Nicht so ganz. Also, achtet da drauf, wenn ihr hier die Feederroute habt und das jetzt gerade so schön blind nachgekauft habt, hier ist immer das I, die Information zu der Route. Mittlere Aktion, Feederroute, bla bla bla, Wurfgewicht von bis, Länge, Tragfähigkeit 4,6 Kilo. Das ist entscheidend. 4,6 Kilo Tragfähigkeit bedeutet, die Schnur ist im Idealfall unter der Tragfähigkeit, also die Tragfähigkeit der Schnur liegt unter der Tragfähigkeit der Rute. Das heißt, wenn euch mal was kaputt geht, ist es nicht die teure Rute, sondern die billige Schnur und dann ist das nicht so schlimm. Dann reißt euch vielleicht mal die Schnur, aber es bricht nicht die Rute. Rutenbruch will man nicht. Genauso, dass die Rolle kaputt geht, auch das will man nicht. Also immer darauf achten. Tragfähigkeit der Rute, Tragfähigkeit der Rolle, Tragfähigkeit der Schnur. Immer schön abgestuft. Da kann man irgendwann noch ein Vorfach machen. Das kann noch mal ein bisschen leichter sein als die Schnur. Aber so geht das halt Stück für Stück von den Tragfähigkeiten runter. Also, Gewicht liegt jetzt hier bei 4,6 Kilo. Also nehmen wir uns doch eine Angelschnur von... Die hat 2, die hat 3, 4,6. Also nehmen wir hier im Idealfall die 3,9 Kilo Schnur. Da sind wir schön drunter. Zack, gekauft. Jetzt haben wir nämlich nur noch 6, irgendwas an Silber. Das heißt, ich muss tatsächlich mir noch ein bisschen was zusammenangeln. Aber ich habe ja hier noch die Corona. Und hier ist ja schon eine Rolle drauf. Das heißt, die nehme ich einfach runter. Zack. Gehe hier auf meine Sorrento, tu die Angelrolle drauf, Doppelklick, zack, da ist die Schnur mit 3,9 unter 4,6, jawohl. Bissanzeiger, ja, sollte ich mir vielleicht auch gleich noch holen, muss nicht, aber hole ich mir gleich noch. Futterkorb oder Blei, einen Blei brauche ich ja auch noch. Und einen schönen Haken. Gucken wir mal, ob wir uns den auch noch leisten können. Also, legen wir los. Wir brauchen noch fürs Grundangeln ein Blei.
reichen hier die Wirbelbleie, sind die das? Ja, da reichen hier die ganz kleinen billigen. Dann nehmen wir auch das billigste hier, 15, machen wir mal 30 Gramm. 15, 30, machen wir mal 30 Gramm. Kostet 1,50. Gönnen wir uns mal richtig. Bissanzeiger. Mechanisch. Hier so eine kleine Bimmel. So. Zack, holen wir uns auch einmal. Jetzt haben wir noch 2 Silber 27. Oh mein Gott, wie das knapp. Können wir uns noch einen schönen Haken leisten? Haken klassisch. Und da sind meine Liebsten eigentlich diese hier. Aber auch da, ja, das sind so schöne Wurmhaken. Die haben hier so noch wieder Haken, damit die Würmer nicht runterrutschen und so. Aber die kosten tatsächlich 3 und mehr. Die können wir uns im Moment auch noch nicht leisten. Aber wir haben ja noch Haken. Zum Beispiel hier diesen 14er Haken. Zu den Haken aber ganz kurz die Info, wenn wir schon mal gerade hier sind. Auch schon in den letzten Videos gesagt. Meine absolute Empfehlung für den Anfang. Nehmen wir mal die jetzt hier. Für den Anfang ruhig am Moskitosee. Kann man den wahrscheinlich kaufen. 20er Hakengröße kaufen. 3-mal die 20er, wenn ihr dann später 3 Routen habt, also 3 Grundrouten. 3-mal die 20er, 3-mal Hakengröße 10er und auch dann richtig spannend, 4er Hakengröße, um mal auf richtig dicke Brocken zu gehen. Das ist schon wirklich groß. 4er, 10er und 20er Haken, die werde ich mir auf jeden Fall auch holen für den Charakter, damit man hier dann schöne dicke Brocken rausziehen kann. Ja, jetzt habe ich 2 Silber noch was. Ich glaube, damit kann ich mir gar nichts mehr leisten. Köder, Würmer kann ich mir, glaube ich, auch nicht mehr leisten hier. Ne. Mistwürmer, absolut ausverkauft hier leider schon. Wichtiger Köder. Aber man kann eben auch mit anderen hier angeln. Und das machen wir jetzt gleich noch. Wir schnappen uns die Sorrento, also wieder U drücken. Ziehen die jetzt mal hier auf die 4 einfach. 4 gedrückt. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen was ausrüsten. Also ich habe jetzt gerade die 4 gedrückt. Jetzt habe ich die in der Hand. Drücke V. Die Taste V. Und dann sehen wir jetzt hier den Bissanzeiger. Den machen wir noch dran. Hier kommt noch das Blei dran. Vorfach können wir noch nicht. Hier kommt noch der 14er Haken dran. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal den ollen Regenwurm dran. Und damit legen wir jetzt los mit der Backspace-Taste. So. Stecken wir das Ding nochmal wieder ein. Laufen hier mal ein paar Meter und probieren unser Glück an. Mit F können wir mal wieder Licht machen. An einem guten alten klassischen Spot hier hinter der Insel. Also auf der 4 liegt sie. Und das Ding muss man gar nicht so weit rauswerfen hier. Das liegt jetzt hier auf Grund. Und dann kann man die abstellen. Mit der 0. Und tja, dann bimmelt es gleich los. Hier haben wir ja oben das Glöckchen dran. Sobald da was dran geht. Abends durchaus möglich hier zu angeln. Andere Möglichkeit, wirklich gut auch für den Abend und für die Nacht. Es triggert mich schon gerade sehr, dahin zu gehen. Ist hier an der Stelle, hier ist so ein Birkenzweig im Wasser. Da sind auch, gehen auch manchmal Krebse dran und sowas. Also auch die lohnen sich dann richtig. Also wenn jetzt hier in den nächsten paar Minuten nichts beißt, gehe ich sofort da oben hin. Weil das ist eigentlich so ein klassischer Spot, der ganz gut funktioniert, gerade auch nachts. Und ich habe jetzt gerade für diese Position hier, läuft es mit dem Mistwurm eben auch sehr gut. Ich habe aber gerade keinen Mistwurm. Und nachts, also jetzt nachts auf dem, mit dem Regenwurm, ich glaube, da ist es besser, oben an der Birke auf Krebse. Packen wir ein. Wir sehen uns gleich da oben an dem Spot. So, und hier kommen wir schon an der großen Birke vorbei. Hier ist nochmal eine Birke.
Und dann kommen wir hier weiter, schon fast in die Kurve. Und da liegen dann die abgesägten Birken. Und gegenüber liegt auch noch eine ganz wichtige Stellen hier. Aber hier werfen wir jetzt einfach mal flach rein. Auch das gar nicht so weit. Zack, hier um die Ecke. Hinstellen. Und dann kann man mit der Taste Y, hier sind ja so Informationen, klar, Route natürlich wieder aufheben. Schnur straffen mit Y. Das machen wir. Jetzt haben wir die Schnur so ein bisschen gestrafft. Im Dunkeln sieht man es jetzt so gut wie gar nicht. Aber jetzt haben wir die Schnur gestrafft. Das heißt, sobald da was dran geht, bimmelt es halt sofort los. Dann können wir mit der Taste K noch den Bügel öffnen. Kann man machen, wenn man, naja, wenn man vielleicht sogar den Fisch ausschlitzen lassen will. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Erstmal noch ein bisschen bimmeln lassen, nicht sofort überreagieren. Auch hier beim Grundangeln, der Fisch muss erstmal richtig haken. Wenn ihr sofort greift und anschlagt und kurbelt, dann kann es auch sein, dass es wieder ausschlitzt. Jetzt warten wir nochmal einen kleinen Moment. War da wirklich was dran oder nicht? Und wenn es jetzt hier nicht weiter bimmelt, warten wir einfach nochmal und nochmal und nochmal. Es kann sein, dass der Fisch auch schon wieder weg ist. Und dann gibt es gleich eine Möglichkeit, also wenn sich jetzt die ganze Zeit nichts tut, gibt es die Möglichkeit, die Route aufzuheben. Nicht rollen, nicht kurbeln mit der linken Maustaste, nur aufheben. Und dann die Taste R drücken. Es kommt eine Fehlermeldung, und zwar steht da, Drillgeschwindigkeit wird automatisch angepasst. R ist die Taste, mit der man Drillgeschwindigkeit anpasst. Kann man aber nicht, wenn ein Fisch dran hängt. Dann wird die nämlich automatisch angepasst. Also, wir haben Fisch dran. Zack, den ersten kleinen Döbel. Sensationeller Fisch für dieses Gewässer hier. Und wir werfen wieder aus. So knapp hinter die Birke. Abstellen. Mit Y ein bisschen nachstraffen. So. Und das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Ist der Fisch dran oder nicht? Weil erst dann halt loslegen mit dem Kurbeln. Das heißt, aufheben, kurz R drücken. Kommt die Fisch. Zack. Uiuiui. Ui, ui. Oh ja, der geht aber hart rein. Und er geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sensationell. Oh, wie gut. Was man jetzt machen kann: Steuerung und rechte Maustaste. Komme ich. Zack. Einmal kurz anschlagen. So. Jetzt langsam hinterherlaufen. Langsam hinterherlaufen. Immer kurbeln dabei. Und so ein bisschen hochhalten, dass die Spannung bleibt. Jetzt darf die Spannung hier unten, die darf nicht flöten gehen. Die ganze Zeit die Spannung halten. Ihr seht, wir sind jetzt hier schon im roten Bereich. Das heißt, die mit dem Mausrad eher mal nach unten drehen als nach oben. Also ruhig hier so locker runter. Das ist wahrscheinlich ein fetter Döbel. So, und jetzt kann man einfach mal warten. Jetzt kann man ein bisschen nachkurbeln. Aber er zieht auch immer noch ab. Nachkurbeln. Nachkurbeln. Kein Stress. Ganz entspannt. Jetzt kann man wieder warten. Wenn er eh so doll abzieht, kann man eh nichts machen. Jetzt kann man wieder ein bisschen kurbeln. Aber darauf achten, dass die Spannung bleibt. Warten. Kurbeln. Und wieder ein bisschen kurbeln. Und wieder ein bisschen. So, wenn ihr jetzt, wenn es so locker ist, wenn ihr jetzt laufen wollt, dann mit der rechten Maustaste und hinterher. Rechte Maustaste ziehen, dass die Spannung bleibt, und hinterher. Rechte Maustaste und hinterher. Nicht, dass ihr lauft und die Spannung geht runter, weil dann kann der Haken sich lösen aus dem Maul und dann ist er weg, der Fisch. Schön langsam ziehen. Bisschen rüber. Jawohl. Und dann versuchen, den Fisch hier zu landen. Nochmal jetzt hier rechte Maustaste. So ein bisschen ranziehen, hinlaufen. Zack. Wunderbarer Döbel. Richtig geiles Gerät. 1,9 Kilo.
Die Dinger können bis zu 4 Kilo schwer werden oder auch darüber. Das heißt, das ist aber jetzt schon ein richtig geiles Gerät. Und die ersten Skillpunkte hier beim Grundfischen bekommen, richtig geil. Dicke, fette XP, eingesackt den Fisch, wunderbar, ey. Richtig geiler Fisch, bringt auch richtig gut Silber. Und sofort den Regenwurm wieder hier hinwerfen. Wo der ist, sind bestimmt noch ein paar andere. Jetzt aber ein bisschen drauf achten, wir machen die Bremse wieder ein bisschen runter. Weil raufstellen können wir ja immer noch. Y ein bisschen straff ziehen. Oh, sehr schön. Und jetzt lassen wir das schön stehen. Und wenn wir jetzt genug Zeit haben für sowas, haben wir ja vielleicht auch noch ein bisschen Muße und Zeit. Okay, haben wir nicht. Es bimmelt schon direkt wieder los. Das ist natürlich top. Ich dachte, wir können noch ein bisschen mit der Stippe hier ran. Jawohl, Bremse langsam wieder hochdrehen. Aber wenn das so läuft, brauchen wir natürlich keine Stippe. Sehr gut. Wir haben 4 Uhr morgens. Vielleicht schaffen wir es noch hier, die Stippe auszuwerfen. Auch nur ganz flach. Man kann auch mit der Stippe hier, mit dem Regenwurm, könnte man auch machen. Einfach hier so ganz langsam hintreiben lassen. Aber da seht ihr, das ist halt schon ein ganz anderes Angeln. Mit der Grundroute, mit der Feederroute. Und man sieht, glaube ich, wie deutlich einfacher es ist. Es ist natürlich viel mehr Action sofort. Aber es ist auch viel einfacher, mit der Route einen Fisch zu landen und zu haken. Es hakt sich quasi von alleine. Packen wir mal wieder ein. Und man hat nicht das Theater wie mit den Posen. Das heißt, es ist deutlich anfängerfreundlich. Hier sieht man jetzt, die Schnur wandert drüber. Der zieht langsam weg. Immer noch ein bisschen warten, gleich geht der Kopf wieder nach unten. Ja. Müsste eigentlich schon dran sein. Ja, ist dran. Mit der R-Taste kurz bestätigt. Und jetzt einkurbeln. Schön langsam. Man kann auch mit Shift schnell kurbeln. Und dann hat man ihn. Kleiner Döbel mit 400 noch was Gramm. Ist natürlich unmaßig, also hat nicht das richtige Gewicht für den Döbel. Muss also größer werden erstmal. Das heißt, im Idealfall, um hier zu angeln, ruhig mal einen 10er Haken dran machen. Nicht so einen kleinen 14er. Oder ja, vielleicht sogar bis zu einem 4er Haken. Das wäre dann natürlich schon richtig groß, ne? Aber ich glaube, mit einem 10er Haken hat man hier eine ganz gute Frequenz und viele maßige Fische. Zack, da zieht er ab. Sehr gut. Leute, ich werde mich jetzt hier erstmal satt angeln an den Döbeln. Aber man sieht immer wieder, alle um die 400 Gramm, ne? Das ist leider ein bisschen schlecht, weil die bringen dann eben alle deutlich weniger Silber. Es sei denn, richtig, Kaffeeauftrag. Und man kann im Kaffeeauftrag auch unmaßige Fische abgeben. Dann macht man damit natürlich nochmal richtig Geld. Deswegen alles mitnehmen, auch die kleinen Fische, nichts wegwerfen. Bringt alles irgendwie Silber für den Anfang, können wir alles gebrauchen. Und ich freue mich schon drauf. Ich werde mir als erstes jetzt hier eine etwas dickere Rolle holen, die 3000er Rolle. Da geht dann noch ein bisschen mehr Schnur drauf. Beziehungsweise, ich glaube, ich hole mir erst die Haken, die etwas größeren Haken, und dann hole ich mir die bessere Rolle. Aber so geht das hier los dann halt am Windenbach mit dem Angeln auf die schönen dicken Döbel und mit dem Grundangeln hier mit den Fiederrouten. Und so wie die Route hier zusammengebaut ist, könnt ihr euch dann noch, jawohl, könnt ihr euch noch 2 weitere holen. Das heißt, ihr legt dann hier, wenn ihr U gedrückt haltet, am besten die Route 1, 2 und 3. Habt ihr dann die Fiederrouten. Dann kann man hier nochmal die Stippe hinlegen und vielleicht hier auf die 5 noch die Corona hier, die Spinnenroute. So, dann hat man hier noch die... Machen wir das mal so und die kommt hier auf die 1 und die lassen wir mal weg, die Ersatzrolle. Die Ersatzroute. Und dann hat man hier 1, 2, 3 die Grundrouten. Wenn man mal Bock hat und Zeit hat, kann man vielleicht noch zwischendurch entweder mit der Pose hier rumhantieren, mit der Stippe oder Spinning machen.
Und schon hat man ordentlich was zu tun. Ja, ich würde sagen, Petri zieht raus die dicken Brocken. Und ja, wenn dir das Video geholfen hat, gefallen hat, den dann direkt am besten den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen. Und wenn du Fragen hast, einfach die Fragen unten drunter schreiben, in die Kommentare oder in den Livestream kommen, Feierabend TV auf Twitch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.